Willkommen zum letzten Part Mario Kart Wii und diesmal achten wir darauf, dass wir nicht dieses Medi-Bike nehmen, sondern das Mach-Bike, denn das ist das richtige Bike, was wir brauchen. Wir haben im letzten Part hier im Spezial-Cup nochmal doppelt Scheiße gebaut und haben einfach verschissen. Jetzt kommt das letzte Mal Mario Kart im Blitz-Cup und das wird hoffentlich nicht so voller Rage wie das letzte Mal, denn eigentlich würde ich schon, wenn ich ehrlich bin, so einen entspannten letzten Part haben, wo man jetzt nicht unbedingt sagt, ja, okay, Rumschrei-Garantie, Level 1000, muss jetzt nicht so sein, glaube ich, oder? Muss jetzt nicht so sein. Wobei, seid ehrlich, das Ragen ist schon eigentlich ziemlich lustig. Also, es ist echt für ein LP sehr gut geeignet, aber, boah, irgendwann ist auch gut. Wie kann ich bitte schon auf dem Platz einen Kugelwilli bekommen? Lol. Das gleicht ja an Cheaten. Cheatet er etwa? Ja, tue ich. Total. Wie gesagt, ich spiele auf der Wii. Original. Alles toll. Alles schön. Alles super. Hier sind keine Cheats. Deine Mutter ist nämlich auch hier. Und spielt mit mir Mario Kart. Ist das nicht süß? Ja, fast. Ja. SNES-Strecke zum Anfang. Wieder eine recht kurze. Die SNES-Strecken sind ja immer ziemlich kurz eigentlich. Denn ich meine, auf dem SNES war das halt einfach so. Die Strecken sind kurz, aber dafür auch ziemlich einfach. So, ich meine, hier ist nichts Besonderes. So, natürlich kommt jetzt der Rote, der Erste. Ne? Aber... Ah, leck mir am Arsch. Wir verkacken es trotzdem. Aber wie gesagt, nichts Schlimmes. So, hier sollte man eigentlich auch problemlos Erster werden, wenn man auch alles mitnimmt, was man mitnehmen kann. So, ich höre aber hinter mir schon die ganzen Affen. So, ich muss einmal ganz kurz, weil ich schon keinen Bock habe, hier eigentlich nicht Erster zu werden. Was war das denn für ein Anschlag hier? Ja, natürlich. Wieder in der letzten fucking Runde und ein Blitz auch noch. Natürlich, natürlich, komm. Wie unverdient und unfair. Wie unverdient und unfair. Was passiert eigentlich, wenn ich auf Wiederholung klicke? Ah, dann sehe ich einfach nur das Rennen nochmal als, ja, als Video. Guckt euch den Schmutz an. Ja, kein Bock darauf. Nächstes Rennen. Bullshit, Bullshit. Toll, DS-Strecke. Da müssen wir eigentlich schon wieder Erster werden, sonst weint Francesco. Ja, meine Fresse. Wir haben eigentlich ziemlich gute Arbeit geleistet. Leider am Ende wieder Mario Kart Glück, ne? Da war leider wieder Mario Kart am Start. Das tut mir dann leid, aber boah, was spielen wir hier gerade auch, ne? Frechheit. Halt's Maul, Donkey Kong, bitte halt einfach die Fresse. Ja, ich bin ehrlich, mein Fazit zu Mario Kart, ja, ist eigentlich ziemlich, ja, ziemlich gleich. Zu meinem anderen Mario Kart Fazit auch von Mario Kart. Alter, fickt euch doch mal alle! Zu meinem Mario Kart 8 Deluxe. Boah, krieg ich einen Schluck auf. Zu meinem Mario Kart. Mario Kart 8 Deluxe! Schluck auf, Entschuldigung, warte mal. Bleh. So. Na toll. Zu meinem Mario Kart 8 Deluxe LP. Muss ich schon sagen, ist eigentlich fast das gleiche gewesen. So, war Luigi, sag mal bitte mein Opfer. Dankeschön. Perfekt. Es ist nämlich wirklich ein bahnbrechendes, schönes Spiel gewesen, auch für die Wii. Und man muss echt sagen, die Grafik damals, man kann davon halten, was man will aus heutiger Sicht, aber man muss es halt aus dem Faktor von damals sehen. Und es war schon eigentlich ziemlich gut. Also es sah schon sehr gut aus eigentlich, dafür, dass es halt ein Wii-Spiel ist. Und auf einem Emulator würde man das auch richtig sehen, was für geile Grafik teilweise da eigentlich zu sehen ist. Aber wir spielen halt auf der Original-Wii-Konsole, deswegen, meh. Und ja, wie gesagt, also die Ideen ganz gut. Das Item Balancing allerdings, Bro, das macht alles kaputt. Das macht so viel kaputt bei diesem Scheißspiel. So viel.
Verstehe gar nicht, wie man so viel kaputt machen kann. Bei einem Spiel. Nur durch die Items wohlgemerkt. Das ist halt schon schade. Und wenn man ehrlich ist, ja, es beeinflusst halt teilweise auch echt den Skill. Ich meine, ihr habt es in der letzten Runde gerade gesehen. Das war das perfekte Beispiel für das, was ich jetzt sagen will. Wirklich original. So, du fährst die ganze Scheiße hier vernünftig. Bist die ganze Zeit Erster. Okay. Und es kommt ein blauer Panzer am Ende. Und dann passiert das hier. Achter. Ja, toll. Siebter. Achter. Neunter. Es ist halt leider wirklich so. Und dann nennt sich das Mario Kart und fair und keine Ahnung was. Das ist halt einfach nur assi. Und der Online-Modus, glaubt's mir, der war noch schlimmer. Der Online-Modus, der war noch schlimmer. Und ich krieg nur Müll. Okay, ich bin noch auf dem dritten, aber trotzdem, ich krieg nur Müll. Ja. Dankeschön, du blöde Fotze. Ich hasse dich mein Leben lang. Ich hoffe, du wirst das nächste Mal von Bowser einfach umgebracht. Boah, ich verschluck mich schon hier. Ja. Das Item Balancing macht leider viel kaputt. Man muss es sagen, wie es ist. Die Strecken sind cool, gut ausgewählt auch und vor allem, wenn es halt alte Strecken sind, sehr schön neu gemacht. Aber Bro, wirklich, sorry, aber ich rede jetzt zwar auch nicht über den Online-Modus viel, aber auch die Punktevergabe im Online-Modus beispielsweise, da habe ich gar nicht drüber geredet, die war halt auch Bullshit und random. Ihr könnt es euch so vorstellen, ihr kennt das ja bestimmt noch von Mario Kart 8 oder Mario Kart 8 Deluxe. Wenn ihr online seid, sagen wir mal so, es gibt ein Punkte-Ranking-System. Sagen wir mal, ihr habt 4000 Punkte. Wenn du bei Mario Kart Wii 4000 Punkte hast und Erster wirst, kriegst du 231 Punkte plus. Sagen wir es mal so. Wenn du Zweiter wirst, kriegst du 100 Punkte plus. Wenn du Dritter wirst, dann kriegst du, keine Ahnung, 4 Punkte plus. Wenn du Sechster wirst, dann kriegst du minus 272 Punkte, ganz komisch. Wenn du aber dann wiederum Achter wirst, kriegst du aus irgendeinem Grund doch nochmal Pluspunkte. Warum auch immer. Du kriegst nochmal Pluspunkte. Warum auch immer. So war Mario Kart Wii online. Vom Punktesystem her. Unfair und einfach nur Bullshit. Und so random das Itemsystem ist, so random war damals auch die Punktvergabe dort im Online-Modus. Ich glaube, die ist mittlerweile immer noch so ein Müll. Daran haben die Fanserver, glaube ich, nichts mehr geändert. Konnten sie ja logischerweise auch nicht. LOL ist ja was von Mario Kart. Und nicht von denen. Ist halt schon echt schade gewesen, weil das hat alles so kaputt gemacht. Eigentlich wirklich alles. So, und das jetzt zum Beispiel auch. So, ich wette mit euch, gleich kommt wieder ein blauer Panzer und dann brauche ich gar nicht weiterfahren eigentlich. Dann brauche ich gar nicht mehr weiterfahren, wenn ich mal ehrlich bin. Boah, Alter, wo? Vorsicht. Ja, da ist der blaue Panzer, bitteschön. Da ist der blaue Panzer. Ich wollte euch jetzt eigentlich zeigen, dass ihr hier auch rüber driften könnt, aber ja, das geht leider nicht mehr. Also dann den Boost auslösen, dann könnt ihr hier auch abkürzen. Das geht auch. Och man, ich hatte doch gerade meine Items erst bekommen. Was ist denn das? Ich bin aber immer noch Erster. Warum auch immer. Ich baue hier offensichtlich guten Abstand auf. Das ist sehr wichtig und richtig. Wäre sehr geil, wenn ich das heimfahren könnte. Das würde die Blamage von gerade eben nochmal ausbalancieren. Und vor allem die Verarsche aus dem ersten Rennen. Denn das ist halt wirklich original das, was ich meinte mit Mario Kart. So, es ist leider wirklich so. Das macht Mario Kart DS besser, das macht Mario Kart Double Dash besser. Das macht auch Mario Kart 3DS, genau. Mario Kart 7 besser, Mario Kart 8, Mario Kart 8 Deluxe. Alle machen sie es besser. Und vor allem in Mario Kart Wii hast du es auch noch, so wie in Mario Kart DS zum Beispiel auch, dass du relativ lange diesen Effekt hast, dass du dich halt nicht bewegen kannst. Leider. Das ist so ein... What the fuck? Das ist so ein Ding... Ist leider so eine Sache hier auch. Nein, du Dödel, Alter. Da wollte ich jetzt noch nicht so rum. Das, wir waren vollkommen... Ja, toll. Hallo? Oh mein Gott. Das war das knappste Erste, was ich hier bekommen habe. Okay. Zweiter. Gerade so. Nächstes Rennen und letztes Rennen. Ja. Es ist leider wahr. N64 Bowser Festung. Perfekt. Es ist leider wahr. Man kriegt leider durch die Items
einfach nur ein Stock in den Arsch. Also wirklich, sorry, aber was haben sich die Entwickler dabei gedacht? Und auch dieses System, dass man so lange gestunt ist bei so einem Scheiß-Fail. So, was war denn das bitte? So, wer hat sich das ausgedacht? So, irgendwer muss sich das doch ausgedacht haben bei Nintendo. Und ich weiß nicht wer. Es ist auch besser so, dass man das nicht weiß. Oh, du blöder Wichser! Ich dachte, ihr macht nochmal, bevor ihr runterspringt, Alter. Arschlöcher. Oh, Allahu Akbar. Boom. Ah, verpiss dich. Dankeschön. Mann, das ist aber wirklich echt so ein Ding, leider. Ah, weiß ich nicht so. Weiß ich nicht so. Das ist halt wirklich scheiße alles. Das macht so viel am Spiel kaputt einfach. Da könnt ihr alle sagen, was ihr wollt, aber Bro, es macht einfach alles kaputt. Ja, da kommt schon, guck mal. Hier, der Powerblock, dann kommt der blaue Panzer. Ich meine, okay, mein Abstand zu den anderen ist auch gerade groß, aber Bro. So bleibe ich einmal an der Wand hängen und schon ist der Abstand für den Arsch. Schon werde ich überholt. Toll, ne? Ja, toll. Ganz, ganz toll. Mach doch... Boah, Bro, was war das denn schon wieder? Hallo, ich lenke in eine komplett andere Richtung. Warum lenkst du nach links? Es ist so eine Scheiße. So, komm, wir haben noch eine Runde. Und dann ist es vorbei, Alter. Ja, toll. Ja, Bob-Omb, toll. Ja, noch ein Bob-Omb, bitte. Ah, auch wieder hier die N64-Strecke. Sie haben sie gut in Szene gesetzt, muss ich schon sagen. Sehr gut in Szene gesetzt sogar. Denn ich meine, auch der Twomp, der da hinten eingesperrt ist zum Beispiel, der war auch beim N64-Original noch dabei. Sehr schön ins Detail gesetzt. Fand ich sehr nice. Auch DK hat meine Banane in den Arsch gekriegt. Das ist sehr schön. Ist aber, by the way, nicht sehr gay, was ich gerade gesagt habe. Lul. Man kann, glaube ich, auch so eine... Oh mein Gott. Man kann, glaube ich, auch so eine Full-Homo-Compilation von mir machen, oder nicht? Also ich glaube, das geht easy. Weil ich halt teilweise schon so viele bescheuerte Dinge gesagt habe, Alter. Also, dass da noch keiner so ein Video zusammengeschnitten hat oder irgendwelche Clips erstellt hat, wundert mich. Besser so eigentlich. Oh, man war... Mario, fick dich mal bitte. Als ob... Ja, toll. Natürlich, ich spring durchs Item, krieg keins. Natürlich, aber ich hab das doch erst danach. Aber, na egal. Ja, und jetzt noch der Blitz. Ja, geil. Ah, Bro, ist halt wirklich echt, ey. Kritische Situation. Ja, natürlich, der hat mich doch gar nicht getroffen. Ja, was, what the fuck, was hat Mario gerade gesagt? Hallo, geh mal, Item. Ja, danke für kein Item wieder. Sehr toll. Ja, natürlich, natürlich, klar. Klar, was denn auch sonst? Und jetzt wieder ein Bob-Omb. Ja, komm. Alles, alles mir in den Arsch schieben. Komm, komm, los. Ja, wunderbar. Es kommt auch noch ein Itemkasten, oder? Ich glaube, einer kommt noch, ja. Aber ich kriege ihn nicht, weil Hurensohn. Mann. Sechster. Aber ich bin immerhin noch Dritter, ja. Schön, das war ein toller Abschluss für dieses LP. Deine Mutti ist im Anus von deinem Vater. Ich wurde verarscht, Mario Kart Glück, yeah. Ich wurde verarscht, deine Mama ist dick. Ich wurde verarscht, yeah. Ich wurde verarscht. Das LP guckt sich keine an. Yeah. Wir haben es wirklich geschafft, Alter. Es ist Rang B, ja. Gucken wir uns das gar nicht weiter an. Gehen wir zu den Credits über. Denn jetzt folgen die Credits. Ja, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß an Mario Kart Wii, an meinen Rages, Shigeru Miyamoto, du Arschloch. Oh, Mann.
Ich hoffe, ihr hattet an den Streckenspaß, an den durchaus emotionalen Rennen und auch an diesem schönen Spiel, denn ich muss sagen, Mario Kart Wii, wie gesagt, es sieht für ein Wii-Spiel halt wirklich gut aus eigentlich. So dafür, dass es aus der Anfangszeit der Wii kommt. Also ich hätte mir für die Wii keinen schöneren Mario Kart Teil wünschen können, als den, den wir hier bekommen haben. Wirklich. DS2 wäre echt scheiße gewesen. Fände ich vollkommen offen und ehrlich. Denn Mario Kart DS sollte auch auf dem DS bleiben. Und Mario Kart Wii hat das auf der Konsole deutlich besser gemacht. Deutlich besser. Viel schöner. Wirklich. Ich bin sehr froh darüber, über das, was wir hier bekommen haben. Und es lohnt sich auch schon so ein bisschen, muss man sagen. Auch heute noch, wenn man mal wieder ein Mario Kart haben will, wo man unfair behandelt wird. Richtig unfair. Mario Kart 8 Deluxe, da wirst du nicht mehr hart unfair behandelt. Da ist der Online-Modus recht ausbalanciert. Das Punktesystem ist je nach Platz, ne? Nicht so wie hier im Online-Modus beispielsweise. Und naja. Also es war auf dem Online-Modus bezogen, ne? Nur so. Und hier sieht man, wie gesagt, halt dann die Vorzüge eines echt ausgeglichenen Mario Karts nicht. Ne? Weil es ist nicht ausgeglichen. Wirklich nicht. Deswegen spielt's, wenn ihr ragen wollt. Für mich war's das jetzt aber erstmal. Mir bleibt auch gar nicht mehr so viel dazu zu sagen. Ich mag den Abspann hier auch sehr. Mario Kart hat sowieso mal geile Abspann. Geile Abspänne? Ist eine Mehrzahl davon, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, es hat sich gelohnt, das Spiel zu spielen. Es hat sich auch gelohnt, hier mit euch dabei zu sein. Denn, seien wir mal ehrlich, ich hatte schon lange keinen Rage-LP mehr. Und das letzte war, glaube ich, einfach auch The Lost Levels war, glaube ich, mein letztes Rage-LP, wo ich richtig ausgerastet bin. Und auch Sachen gesagt habe. Da war wirklich alles Gute von mir weg. Und man muss einfach sagen, das hat schon gut getan. Auch wenn ich jetzt aus der Wohnung fliege, lul. Nein, okay, so schlimm ist es nicht. Aber man muss schon sagen, ja, es ist einfach so, wie es ist. Es ist geil, schön und erfrischend, so ein Rage LP. Jetzt habe ich es ja hoffentlich für ein halbes Jahr wieder abgehakt, dass ich ein Rage LP hatte. Mir egal, wie man es sagen will. Ja, Mario Kart Wii. Wenn ihr euch nicht davon überzeugen konntet, spielt es selbst und ihr wisst, was ich meine. Spielt es selbst und findet heraus, wie asozial dieses Spiel einfach ist. Und wie beschissen teilweise die Computergegner sind. Ich sag wieder nur V8 und du hast einen Zweitakter. Und die haben irgendwie, keine Ahnung, alles mögliche an Items gerade. Würde mich auch nicht wundern, wenn die Items herbeicheaten. Teilweise wirkt das so random. Also der Computer bevorzugt die da auf jeden Fall sehr. Sehr, 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 sehr. Zählt die blauen Panzer in den Runden und ihr werdet es einfach erfahren und wissen. So. Und bei mir war das jetzt vergleichsweise noch ziemlich wenig. Guckt es euch online an. Also früher auch zumindest online, im offiziellen Online-Modus. Guckt es euch hier teilweise an, was bei einigen Leuten in den Let's Plays ist. So, Satoru Iwata, by the way. Ne? Rest in Peace. Nur nochmal hier erwähnt. Und ja, an sich spielt es wie gesagt selbst, wenn ihr euch überzeugen wollt. Wir sehen uns dann. Wow, tolles PNG. Richtig toll. Boah, ist das hässlich. Sorry, aber das sieht ja aus wie, als hätte man so einen Hintergrund genommen. Weißt du, so Mario Kart einfach nur. Das Kart irgendwo hinter Peach oder Mario versteckt. Und die drei Charaktere dort, Mario, Demi und Peach, sind einfach PNGs und dann dieser richtig lieblose Schriftzug da oben. Bro, boah, weiß ich jetzt nicht. Alter, gib doch nochmal Punktabzug. Nein, alles gut. Keine Ahnung. Ich gebe eine 7,5 von 10. Zieh vielleicht nochmal einen halben Punkt ab für das Thumbnail hier. Nein, okay, Spaß. Nein, 7,5 von 10, das passt schon. So, bis zum nächsten Mal. Was? Ja? Cool. Danke schön. Danke. Viel Spaß noch mit Mario Kart Wii. Ja, ich werde es ausschalten. Tschüss. Bis zum nächsten Let's Play. Bis dann. Und ciao.